Hallo ihr Lieben, es ist endlich Zeit, über meine Ziele für 2023 zu sprechen, beziehungsweise wie ich mir das auch so ein bisschen hier aufgeteilt habe. Ich habe ein Vision Board erstellt und ja, ein paar Seiten gestaltet, um so ein bisschen verschiedene Dinge zu tracken und so weiter und so fort. Hat jetzt eine Weile gedauert, weil für sowas brauche ich wirklich ein bisschen den Kopf frei, und dadurch, dass ich Ende des Jahres 2022 und Anfang 2023 so lange krank war, hatte ich den Kopf leider nicht so frei. Aber jetzt geht's los und ich zeige euch als erstes eine leere Seite. Ich zeige euch als erstes mein Vision Board. So, ich habe das gestaltet. Wir haben das quasi auf Stickerpapier gedruckt und eingeklebt, und das sind eigentlich schon meine großen Ziele. Ich habe sie natürlich noch mal woanders Ziele stehen, aber sowohl persönliche Ziele als auch Budgetziele. Hier verstecken sich eher persönliche Ziele für 2023. Ja, hier ist die große Zahl. Wir feiern. Und ja, ich habe zum einen die hier genommen, weil ich denke, die sieht aus wie eine erfolgreiche, glückliche Frau. Und das soll es auf jeden Fall sein. Und passend dazu, weil die scheint ja auch irgendwie ein bisschen zu tanzen, habe ich hier noch ein bisschen Yoga, und ich weiß gar nicht, ist das noch Yoga? Ist das Pilates? Auf jeden Fall scheint sie beweglich zu sein und eine gute Körperspannung zu haben. Und genau, also die gehören auch noch mal ein bisschen zusammen. Hier habe ich nicht draufgeschrieben, was jetzt zum Beispiel ein Gewichtsziel wäre. Ich bin ja Stressesser, ich bin emotionaler Esser. Mit dem Ergebnis, dass ich aktuell 50 Kilo Übergewicht habe. In den Zielen habe ich mir dann noch ein... Also in den genaueren Zielen habe ich mir noch was vorgenommen. Aber der Punkt ist, ich möchte auf jeden Fall beweglicher werden wieder. Und ich möchte definitiv ein bisschen mehr für meinen Körper tun. Ich habe ganz viele Verspannungen ständig. Nicht nur durch das Sitzen, sondern ich bin halt auch viel angespannt durch meine Depression und verschiedene Umstände, die mir aktuell nicht gut tun. Und dementsprechend ist das schon mal ein Ziel für 2023, da ein bisschen mehr für mich zu tun. So, und das passt eigentlich zu allem. Ja, erinnere dich, warum du überhaupt gestartet bist, warum du begonnen hast mit dieser ganzen Reise. Und die gehört natürlich unter anderem zu meinem Abnehmen- und Beweglichkeitsziel. Ich will es nicht abnehmen, damit ich irgendwie besser aussehe oder was. Ich sitze sowieso den ganzen Tag zu Hause oder gehe spazieren, und ob mich da jemand sieht und wie ich da aussehe, ist völlig irrelevant. Aber ich muss definitiv ein bisschen mehr für meinen Körper tun. So, das ist der eine Grund. Zum Rest kommen wir noch. Reden wir erstmal über das, das, das und das. Und vielleicht auch ein wenig über das. Kaffee spielt natürlich eine Rolle, aber natürlich auch Tee und allgemein Coziness. Ach, hier unten haben wir auch noch eine. Ich möchte definitiv wieder mehr lesen. Das war ja ein großes Hobby von mir. Schon immer. Ich habe schon als Kind angefangen, mir immer aufzuschreiben, welches Buch ich gerade gelesen habe. Damals hatte ich natürlich noch keine Sternebewertung. Aber ich habe quasi gelesene Bücher gesammelt, könnte man das sagen. Ich habe eine große Bibliothek zu Hause. Und ich möchte mir wieder mehr Zeit nehmen. Ich möchte so vielleicht nicht da liegen, aber ich glaube, die hat einfach Bock aufs Lesen. Die kann es auch nicht erwarten, hat sich gleich drei Bücher mitgenommen. Hier schön cozy im Sessel. Bücherregal, Bücherregal. So, definitiv ein Ziel für 2023, mich wieder etwas mehr diesem Hobby zu widmen. Und ja, passend dazu haben wir ja auch noch ein bisschen Coziness. Also ich möchte es mir wirklich ein bisschen schöner machen und ein bisschen mehr auf mich achten. Und da habe ich jetzt diese Pantoffel mit dazu genommen und natürlich Kaffee. Obwohl ich tatsächlich in der Regel nur ein, maximal zwei Kaffee am Tag trinke. Aber ich finde, Kaffee oder heiße Schokolade stehen für mich im Allgemeinen für Gemütlichkeit. Und deswegen, ja, und ein bisschen Chaos gibt es auch in meinem Leben. Deswegen gibt es ja natürlich auch Kaffeeflecken. So, und bevor wir quasi zu dem Business kommen, hab ich hier noch ein bisschen was. Ich hätte es gern, ich mag Efeu, wir haben auch Efeu in der Küche, allerdings dürfen die Katzen nicht in die Küche. Ich würde gerne wieder ein bisschen mehr Grün in mein Leben bringen. Das ist in der Wohnung schlecht, weil die Amalia buddelt gerne.
Mal gucken, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Und ansonsten, das hier steht für unseren Pachtgarten, dass wir dort wieder ein bisschen mehr Zeit verbringen, noch ein bisschen mehr anbauen. Die letzten 2 Jahre waren schlecht anbautechnisch, unter anderem, weil die Schnecken fast alles aufgefressen haben. Und ich möchte mehr Gerichte ausprobieren. Da sind wir aktuell wirklich schon sehr gut dabei. Aber quasi auch, wenn man das verbindet, noch ein bisschen mehr anbauen und davon profitieren. Ich meine, das, was wir im Garten haben an Gemüse, das snacken wir meistens so. Und ganz große Liebe ist das Einkochen von Marmelade, sei es jetzt Stachelbeer, schwarze Johannisbeere, Erdbeere und so weiter, Apfelmus. Aber mal gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Ist ja auch quasi, das ist alles so ein bisschen Bereich cozy und Garten ist natürlich nicht nur schön und grün und erholsam, sondern natürlich auch ein bisschen Bewegung. Genau, so, das habe ich mir als Ziel gesetzt und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu dem Zitat und zu dem, was hier in der Mitte ist. Erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst und das ist eins der größten Ziele für 2023. Mehr von dem tun, was ich liebe, was mir gut tut und dann höchstwahrscheinlich, hoffentlich, eventuell damit erfolgreich sein. Und das sind dann entsprechend diese Bilder. Schreiben, schreiben, schreiben. Ich möchte mich gern langfristig als Autorin selbstständig machen und ja, natürlich auch weiter mit Etsy und YouTube kreativ sein. Das habe ich mir jetzt aber nicht mit draufgepackt, weil mein größtes Ziel ist es wirklich, diese Autorenkarriere zum Laufen zu kriegen. Und dazu passt natürlich auch wieder Remember Why You Started, weil warum habe ich damit angefangen? Ich habe natürlich hobbymäßig schon seit 20 Jahren, ach nee, länger eigentlich, oh Gott, vor 20 Jahren, war, ja gut, vor 30 Jahren, immer mal Geschichten angefangen, kleinere Geschichten als Jugendliche, nee, als Kind eigentlich. Wenn man so 11, 12 ist, dann ist man noch ein Kind, es ist egal, so, ich habe auf jeden Fall mit meiner Cousine mal Geschichten geschrieben. Ich habe auch im Studium mit einer Freundin abwechselnd an einer Fantasy-Geschichte geschrieben, alles hobbymäßig. Und mit Anfang 20 dachte ich dann schon darüber nach, ob das nicht was Cooles wäre, aber man hat ja nie Zeit. Ich habe studiert, dann Referendariat als Lehrer ist sowieso hart. Die ersten Berufsjahre waren auch hart und jetzt bin ich zwar schon ein bisschen länger im Beruf, aber dadurch, dass ich einige andere Traumata aufzuarbeiten habe, ist es tatsächlich immer noch hart. Und ja, der Wunsch, Bücher zu schreiben, ist immer größer geworden und damit einhergehend, damit das überhaupt möglich ist, natürlich auch damit Geld zu verdienen. Ne? Weil ansonsten ist es ein Hobby, was man sich wirklich, ja, weiß nicht, da finde ich jetzt gerade nicht das passende Sprichwort dazu. Man muss, ach, aus den Rippen schneiden, ja, so. Und genau, ich schreibe auf jeden Fall immer mal hier und da und ich möchte im Laufe des Jahres wieder ein wenig mehr schreiben und ja, nach Möglichkeit, wenn ich es schaffe, das ist natürlich so ein bisschen ein Zeit- und ein Energiefaktor, würde ich gern im Oktober, November die erste, ich sag mal, Geschichte im Self-Publishing veröffentlichen. Aktuell gehen auch einige meiner Kinderbücher, sind auf Verlagssuche. Und ja, also aber wenn die, selbst wenn die Kinderbücher oder eins der Kinderbücher einen Verlag findet, ist die Veröffentlichung frühestens nächstes Jahr im Herbst oder das Jahr danach oder das Jahr danach. Als Verlagsautor braucht man meistens einen langen Atem. Aber im Self-Publishing sind das natürlich andere Möglichkeiten. Und ich habe eine Geschichte geplant und auch schon angefangen, die ich gerne im Oktober, November veröffentlichen würde. Und ja, könnt ihr euch dann auch davon berichten. Das wäre natürlich ein großes Ziel. Und ja, so gestaltet sich quasi dieses Vision Board. Ich finde, das macht farblich Laune und sind wirklich schöne Sachen dabei. Das hier ist natürlich auch ein bisschen mit kreativem Stress verbunden und mit Business und Marketing. Ja, aber alle anderen Dinge sind auf jeden Fall eher Hobbys, die mir gut tun sollen. Und das tut mir dann hoffentlich auch bald gut. So, kommen wir zu den nächsten Seiten. Hier habe ich euch was abgeklebt.
über die Einnahmen von 2023, 22 und hier wäre dann 23. Ich habe das zwar schon hingeschrieben, aber ich möchte da irgendwann, wenn ich meinen Jahresabschluss mache, gerne nochmal mit euch drüber reden. Und da habe ich jetzt keine Lust, schon mal zu spoilern. Ich hatte auf jeden Fall geguckt, was habe ich mit Handy-Apps, mit Amazon, Trade Republic. Trade Republic Zinsen gibt es ja erst seit Januar. Es betrifft also erst Jahr 23. Trade Republic Affiliate Links, Verkäufe, jetzt zum Beispiel Bücher, die ich verkauft habe oder eBay. iGrail ist eine Cashback-App, Patreon, YouTube und Etsy. Und hier kommt dann im Jahre 2023 hoffentlich noch der eine oder andere Punkt bezüglich Autoreneinnahmen dazu. Dazu rede ich heute aber nicht. Hier habe ich nochmal aufgeschlüsselt, wie sehen meine Spartöpfe zum Jahresende 2022 aus, um dann halt auch zu gucken, wie sie 23 aussehen. Im Führerschein hatten wir angespart 300 Euro. Schreibzeit habe ich ja erst begonnen, 2023 reinzusparen. Das Steuerjahr habe ich beendet mit 10.378 Euro. Im Tiertopf waren 250, Freizeit 160, Gesundheit 510. Der hat leider sehr gelitten. Zum Jahresbeginn Kleidung 400 Euro, Auto 1650 Euro. Das ist für Reparatur und hoffentlich irgendwann einen neuen Gebrauchtwagen. Heim und Garten 200 Euro, Luxus 105, Technik 250, Geschenke 180. Feste und Feiertage 210, Lesen 160, Nebenkosten 900 Euro und Urlaub 700 Euro. So, dass man einfach mal nochmal eine schöne Übersicht hat. Und hier habe ich nochmal meine Ziele formuliert und grob versucht, meine Fixkosten zu planen. Ich sage deswegen grob, weil es ändert sich ja immer mal das eine oder andere im Laufe des Jahres. So, da sind natürlich meine Sinking Funds mit dabei, weil ich arbeite nicht mit Sinking Funds, aber dazu können wir gleich nochmal sprechen. So, meine Ziele. Hier habe ich noch ein bisschen Platz gelassen, falls sich noch was ergibt. Ich meine, Leben, wir sind keine Maschinen. Leben ist nicht statisch. Und da kann natürlich immer was passieren. Erster Punkt. Erster Punkt. Selbstständigkeit. Entweder mich bis zum Jahresende selbstständig machen oder aber gut strukturiert an der Selbstständigkeit weiterarbeiten. Erste Buchveröffentlichung, habe ich ja schon was dazu gesagt. Und ich würde gern 15 Kilo abnehmen. Ich habe schon wieder vergessen, mich zu wiegen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass im Januar und Februar dahingehend noch nichts passiert ist. Aber mir ging es halt auch viel schlecht. Und das Beste, was ich dann immer machen kann, ist erstmal mein Gewicht zu halten. Und ich hoffe, dass wenn es langsam heller wird, also diese ganze Dunkelheit und diese Kälte, die nagen dermaßen an meinem, ich sag mal, mentalen Nervenkostüm. Und das gibt mir gar keine Energie. Also ich habe weder Energie, um rauszugehen, noch um Sport zu machen. Das mit dem Essen klappt mal besser und mal schlechter. Aber ich habe da gute Hoffnung, dass sich das bald ändert. So, das sind die Grobziele. Da sind natürlich noch ein paar Dinge vielleicht im Geheimen, über die ich jetzt nicht sprechen kann. Dazu reden wir vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal. Und hier habe ich dann quasi noch, so, dann kann ich das jetzt mal abmachen. Wobei, ich möchte noch einen Reel filmen. Ich glaube, ich möchte noch einen Reel filmen. Da müssen wir das Ding hier dran lassen. So. Naja, hier steht Heim und Garten, wir kriegen das schon hin. Ich habe mir noch meine Ziele für die Spartöpfe festgelegt und das ist sehr wichtig, weil dann kann ich jetzt die nächsten Monate auch schon mal strukturiert daran arbeiten. Bis jetzt habe ich immer so ein bisschen nach Gefühl gespart, so nach dem Motto, ja, im Urlaubstopf wären 1000 Euro ganz gut. Und genauso wie im Führerschein kostet Geld, Auto kostet Geld, Gesundheit kann Geld kosten, Katzen können Geld kosten, ja, solche Sachen. Und zum Beispiel in Geschenke oder Feiertage brauche ich weniger Geld. Also ich habe das eher so ein bisschen nach Bauchgefühl gemacht. Und jetzt habe ich eine Zielvorgabe. Hier unten bin ich ein bisschen nach links gerutscht, das ärgert mich, aber wir stehen das durch. Also Führerschein sollen zum Ende des Jahres 1000 Euro drin sein. Da gab es, also Führerschein für Spatze. Da gab es jetzt im, wann war denn das? 1. Märzwoche muss es gewesen sein. Allerdings eine Ausgabe. Deswegen weiß ich noch nicht,
Und dann sind wir nämlich schon bei dem Punkt, Leben kann sich ändern. Also wir haben festgestellt, dass der Führerschein jetzt dieses Jahr nicht unsere Priorität ist. Und bei Spatze ist der Laptop kaputt gegangen und wir haben quasi aus dem Führerscheintopf, also er hat gesagt, das ist halt sein Topf, das ist sein Spartopf und er möchte gerne den Laptop, also dass es nicht über Technik geht oder so, dass das mit seinem Führerscheingeld bezahlt wird und dementsprechend ist der Topf jetzt aktuell leer. Da waren 500 Euro drin, die 500 Euro sind jetzt weg. So, müssen wir also bei null anfangen und jetzt zum März kann ich sagen, ich plane ja so 50 bis 100 Euro monatlich in diesen Topf rein zu tun. Unter den Bedingungen finden die 1000 bis zum Jahresende nie statt. Deswegen mal gucken. So, Schreibzeit, das ist ja der Topf, den ich ausschließlich finanziere über meine Patreon-Einnahmen. Und zwar soll das sein, wenn ich in Lektorat oder in ein Korrektorat investiere oder wenn ich mir professionelle Cover machen lasse oder wenn ich dann verschiedene Werbemaßnahmen habe für meine Bücher. Da sind zwar aktuell, ich glaube schon, 600, 800 Euro drin. Aber im Laufe des Jahres sollen ja da Ausgaben damit bezahlt werden. Und dementsprechend muss ja danach wieder das ausgeglichen werden. Steuern möchte ich für dieses Jahr 15.000 Euro sparen. Tiere 1.000 Euro, weil wir haben ja vor einem Jahr die Luna einschläfern lassen müssen. Da muss man vorher ein Blutbild machen. Das Blutbild hat Geld gekostet, das Einschläfern hat Geld gekostet. Und dann, da wir in unseren Pachtgarten keine Tiere vergraben können, wenn es unser Grundstück wäre, da hätten wir wahrscheinlich einfach einen privaten Tierfriedhof gemacht. Wobei ich gar nicht weiß, wie legal das ist. Ist egal. So, wir haben kein Grundstück, dementsprechend ist das auch irrelevant. Und wir haben sie einschläfern lassen, aber wir haben sie quasi einäschern lassen und in eine Urne getan und danach haben wir uns eine neue Katze geholt und plötzlich ist da mal ein vierstelliger Betrag weg. So, genau, und deswegen Minimum 1.000 Euro, auch wenn man eine OP ansteht, ich meine die Kastration, dadurch, dass die Tierarztpreise gestiegen sind, die Kastration hat 180 Euro gekostet. Reden wir nicht drüber. So, Freizeit hatte ich festgelegt 200 und hier sind wir eigentlich schon beim nächsten, ich sag mal Luxusproblem, weil ich nämlich gern Freizeit mit Luxus zusammenlegen würde und dann hat zumindest mein Monk ein Problem, weil er nämlich hier im Ziele, in der Ziele-Seite zwei Töpfe aufgeführt hat. Aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß nämlich auch noch nicht so richtig, wie ich den Topf nenne. Also Luxus sollte ja eigentlich sein Friseur und vielleicht mal Schmuck oder so. Oder wenn ich mal teurere Kosmetik kaufe. Aktuell bezahle ich mit dem Luxustopf hauptsächlich, wenn ich bei Etsy bestelle. Und Freizeit sollte eigentlich sein, wenn wir kleinere Ausflüge machen. Also wenn wir nicht in Urlaub fahren, sondern wir fahren mal. Oder wir gehen mal ins Kino. Ja, oder wir kaufen uns ein Puzzle oder ein Computerspiel. Oder Lego. Ja, solche Sachen. Ich habe jetzt überlegt, das Ganze Hobby zu nennen, aber wenn ich dann doch mal zum Friseur gehe, ist das kein Hobby. Da, wie gesagt, mein Monk arbeitet da noch dran, weil der ist damit nicht zufrieden. Ich weiß, manche nennen das so ein bisschen Fun Money, aber ich mag eigentlich nicht mit diesem englischen Begriff anfangen. Das ist für mich auch die Budgetmethode, also eher französisch. Es ist nicht die Budgetmethode. Ich finde das Wort Budget so schlimm. Genauso wie ich den Begriff Sinking Funds einfach so schrecklich finde. Bei mir sind das Spartöpfe. Ich habe nicht Sinking Funds 1 und 2, sondern ich habe Fixkosten und Spartöpfe. So, und deswegen will ich es nicht Fun Money nennen, weil das ist einfach wirklich auch so ein schrecklicher. Also ich gucke mir gern Filme und Serien auf Englisch an. Egal, ob jetzt britisch-englisch oder amerikanisch-englisch, das sei dahingestellt. Aber ich finde diese Begriffe, die passen irgendwie nicht zu meinem Budget. Schreibt mir gern mal, wie es euch geht. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen bekloppt. Auf jeden Fall brauche ich noch die eine oder andere Idee. Was ja mein Ziel ist, ist, dass ich mein Budget langfristig, ich sag mal, vereinfache. Es kann ruhig noch ein bisschen minimalistischer werden. Und ja, im Laufe des Jahres wird sich da sicherlich noch das eine oder andere verändern. So, auf jeden Fall Gesundheitstopf, 1.000 Euro, falls ich habe keine Zahnzusatzversicherung. Ja, falls da auch mal eine Krone oder was auch immer sein muss.
Kleidung 300 Euro, aber halt zum Jahresende. Ne? Also Spatze und ich, wir brauchen nach wie vor beide Winterschuhe. Wir haben ja letzten Winter keine bekommen. Also er hat spezielle Füße, ich habe spezielle Füße. Es war eine Katastrophe. Und das heißt, wenn wir Schuhe kaufen, ist das Ziel, dass trotzdem am Jahresende die 300 Euro wieder drin sind. Aktuell sind 300 Euro drin. Ne? So, Auto 4000 Euro. Und unser Auto ist jetzt 12 bis 13 Jahre alt, also irgendwann, wird das Ding mal ersetzt werden müssen. Aber solange es fährt und solange es durch den TÜV kommt, ist gut. Und solange die Reparaturen quasi nicht unerschwinglich werden. In Heim und Garten 500 Euro. Ich hätte da eigentlich gern mehr Geld drin, aber dadurch, dass wir hier immer mal in der Wohnung jetzt ein bisschen renovieren und ich wohne ja hier auch schon seit 2012, und ja, im Garten muss auch einiges gemacht werden. Das heißt, ich habe versucht, ein bisschen realistisch zu planen. Und wenn da 500 Euro zum Jahresende drin sind, dann muss ich mich wohl damit zufrieden geben. Luxus 100 Euro, Technik 1000 Euro. Wir haben noch eine größere Anschaffung geplant. Das wollten wir eigentlich schon dieses Jahr machen. Aber dieses Jahr haben sich unsere Prioritäten geändert. Siehe Führerschein. Und als ich diese Zahlen aufgeschrieben habe, sahen unsere Pläne für dieses Jahr noch eine Idee anders aus. Aber dass wir uns nächstes Jahr quasi das zulegen können, da muss ein bisschen Geld rein. Ja, Geschenke 150 Euro, ein bisschen Puffer muss sein. Ich habe ansonsten die meisten Geschenke abgeschafft, schon vor ein paar Jahren im Freundeskreis. Und ich meine, also Familie habe ich quasi kaum. Meine Eltern und Großeltern sind ja tot und mit meinen Tanten, Onkels und Cousinen schenke ich nichts. Geschwister habe ich auch keine. Und mit den Freunden ist es so, dadurch, dass jeder jetzt eine eigene Familie hat, irgendwo hingezogen ist. Ich bin heilfroh, wenn wir es schaffen, uns ein, zwei, dreimal im Jahr zu sehen in unterschiedlichen Konstellationen. Und mir ist es viel wichtiger, dass wir uns ein bisschen Zeit füreinander nehmen und ein bisschen Zeit freischaufeln, als dass wir die Zeit noch damit zubringen, irgendwie nach Geschenken füreinander zu gucken. Und deswegen habe ich die Geschenke auch angeschafft. Also das Einzige, was an Geschenken anfällt, ist grob gesagt Spatze und seine Eltern bzw. seine Omi. Und deswegen 150 Euro deckt da das Gröbste ab. Also Weihnachtsgeschenke und nee, Geburtstagsgeschenke mache ich im Freundeskreis tatsächlich noch. Aber durch Corona haben wir jetzt mehrere Jahre lang nicht gefeiert und in manchen Konstellationen haben wir uns untereinander Päckchen geschickt, in anderen nicht. Auf jeden Fall mit 150 Euro, denke ich mal, ist gut kalkuliert. Feiertage sind 100 Euro. Das ist, wenn ich Deko kaufe für Ostern, Frühling, Halloween. Hier ist jetzt eine Katze. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Die ist hier gerade andere Seite lang. Die Amaya, wo war ich gerade? Genau, eher so Dekokram oder mal Weihnachtsmarkt, wobei man Weihnachtsmarkt auch zur Freizeit packen kann. So, Lesen ist klar, Bücherleidenschaft. Nebenkosten 1500, weil man weiß nicht, was kommt. Ich musste letztes Jahr im Frühjahr 800 Euro nachzahlen und das war eigentlich noch vor der großen Preissteigerung und ich weiß auch nicht, woher die 800 Euro plötzlich gekommen sind. Aber naja, so, Urlaub 1000 Euro. Und Trade Republic, die 10.000 Euro, das ist quasi das, was ich investiert haben möchte. Und da können wir mal gucken, wie das aktuell aussieht. Stand März, wartet. 4.837 habe ich. Und ich packe zum Monatsanfang immer 200 Euro drauf für die Sparpläne. Und dann meistens am Ende des Monats zum Monatsabschluss und Cash-Stuffing das übrig gebliebene Geld dann auch. Also man könnte sagen, dass ich vielleicht 400 bis 500 Euro im Monat investiere. Mal gucken, ob wir da auf die entsprechenden 10.000 kommen. Genau, das sind die privaten Ziele und die Spartopfpläne. So, und ich bin auch froh, dass ich mir jetzt dafür endlich die Zeit genommen habe, weil das hat dafür gesorgt, dass ich jetzt drei von den Spartöpfen nicht mehr in der Spielroutine habe, sondern dafür einen anderen Topf im März reingenommen habe. Und so kann ich das dann quasi spielerisch fleißig besparen. Letzter Punkt, Fixkosten. So, Fixkosten ist bei mir natürlich das Übliche, Miete, Strom. Was gehört denn noch dazu? Handy wahrscheinlich. Anyway, ich habe hier auch das drin, was einige in den Sinking Funds besparen.
Und nur ich mache das ein bisschen anders. Also ich rechne mir jetzt nicht aus, oh, ich fange im März an mit der Budgetmethode. Im Januar steht Amazon Prime an. Also rechne ich jetzt das Amazon Prime, die Gebühr durch die 10 Monate, die ich noch habe, und trage mir dann jeden Monat ein den Betrag. Ich hab das verstanden. Ich habe mich ja vor 2 Jahren intensiv durch die Videos von der Vanessa gesuchtet, aber es ist für mich einfach nicht praktikabel. Deswegen habe ich das anders gelöst. Ich habe einfach geguckt, okay, Rundfunk fällt alle 3 Monate an, rechne ich durch 3, spare ich, lege ich mir mit zurück in den Fixkosten. Ja, Kfz-Steuer fällt einmal im Jahr an, rechne ich durch 12, lege ich in die Fixkosten zurück. Klar, wenn ich jetzt im März oder im April anfange und die Kosten muss ich bezahlen also die jährlichen, was weiß ich, Kfz-Steuer im Dezember oder Amazon Prime ist bei mir im Januar, und ich lege monatlich ein Zwölftel zurück, dann habe ich natürlich bis zu diesem Zeitpunkt den genauen Betrag nicht erreicht. Da ich aber die Budgetmethode angefangen habe, während sich Geld auf meinem Konto befunden hat, habe ich das für mich einfach so gelöst. Gut, wenn dann halt noch 2 Monate theoretisch fehlen an Geld, was ich hätte zurücklegen müssen, dann ist das da. Also ich habe einfach irgendwann angefangen, habe gesagt, ich mache das so, und dadurch, dass ich das jetzt schon seit über einem Jahr mache, haut es jetzt hin. Ja, also dass ich jetzt wirklich 12 Monate lang jeden Monat denselben Betrag zurücklege und dann ist das Geld da. So, ist ein bisschen unorthodoxer, aber für mich und meinen Kopf hat es einfach am besten funktioniert, und ich kann das Ganze Fixkosten nennen, weil es sind ja trotzdem fixe Beträge, die entweder vierteljährlich oder ganzjährlich bezahlt werden müssen und die ich einfach auch jeden Monat fix zurücklege. Ja, wie gesagt, ist nicht 100% das, was jetzt so empfohlen wird. Aber wie die Mamibo so schön sagt, mein Budget, meine Regeln. Und ich mache es so, wie es für mich am besten sich anfühlt und umsetzbar ist. Und deswegen sind meine Fixkosten entsprechend lang. So, ich habe mir jetzt den monatlichen, ich sag mal, Sparbetrag aufgeschrieben. Und hier habe ich mir immer daneben noch geschrieben, ob es monatlich, vierteljährlich oder jährlich ist. Und bei 2 Punkten weiß ich es noch nicht genau, weil dann kommt demnächst quasi noch die Rechnung. Und manchmal ist es ja so, dass Beträge sinken oder steigen. Ich habe jetzt erstmal dann den Betrag vom letzten Jahr übernommen und ich schreibe dann aber dann hier noch hin, wie es denn tatsächlich aktuell aussieht. So, also kommen wir mal zu den tatsächlichen Fixkosten. Monatlich 483 Euro Miete, 44 Euro Strom, weil mein Stromanbieter mich vor einem halben Jahr quasi runtergesetzt hat. Ich hatte ein riesengroßes Guthaben angehäuft. Ich denke, das wird sich im Laufe des Jahres ändern. Und dann werde ich dann ja wahrscheinlich einfach mit Tippex drüber gehen oder ich streiche es durch und schreibe es daneben. Weiß ich noch nicht. Also da wird sich sicherlich noch mal etwas verändern. So, Rundfunk vierteljährlich 55 Euro, sind also 18 Euro. Das meiste habe ich aufwärts gerundet. Ich glaube, an 2 Stellen habe ich es abwärts gerundet am Ende. Ich lege auf jeden Fall, ich erläutere das gleich noch mal, ich lege auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld zurück, als ich müsste. So, Gewerkschaft vierteljährlich 36 Euro, sind also 12 Euro im Monat. Kfz-Steuer 7 Euro. Wie gesagt, hier warte ich noch, ist aber auch schon aufgerundet. Hier warte ich dann noch auf die neue, ich sag mal, Sparsumme, den neuen fälligen Betrag. So, Prime hat sich ja erhöht. Jährlich 90 Euro, lege ich 8 zurück. Gartenpacht 377 Euro sind monatlich 13 Euro. DEVK, das ist meine Rechtsschutzversicherung, monatlich 22 Euro. Handy, Internet, bla für die ganze Familie monatlich 115 Euro. Canva, ich habe das Jahresabo, sind 110 Euro. 9 Euro im Monat. Audible. Audible habe ich jetzt für die nächsten 3 Monate pausiert. Ich lege aber trotzdem die 10 Euro immer zurück. Einfach damit ich einen kleinen Puffer habe. Ja, und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann sage, ja, mein Budget ist quasi nicht 100% ausgerechnet, aber ich habe lieber 10 Euro zu viel. Oder was ja auch mal passieren kann, dass ich wieder bei Patreon jemanden unterstütze und dann muss ich dann hier nicht extra noch meinen Patreon-Account
also meine Unterstützungszahlung hinschreiben, sondern ich kann sagen, okay, ich habe ja hier noch 10 Euro offen, da kann ich das damit bezahlen. Netflix sind ja 12,99, also auch monatlich. Kindle Unlimited, das stimmt so auch nicht. Also wenn man das normale Kindle Unlimited Abo hat, dann sind das gerundet 10 Euro. Aber ich habe aktuell ein 10-Monats-Abo, was mich knapp 30 Euro gekostet hat. Also 29 und ein paar zerquetschte. Also quasi 6 Monate lang der halbe Preis. Da stecke ich gerade drin. Und ich habe das auch schon gekündigt, weil ansonsten würde ich ja dann wirklich 10 Euro monatlich bezahlen. Und Kindle Unlimited macht meistens früher oder später ein gutes Angebot. Und da kann man dann wieder 1 bis 3 Monate kostenlos das benutzen und so weiter und so fort. Das ist quasi auch so ein Punkt für, man könnte fast sagen, Sonstiges. Ne? Also wenn ich irgendwas brauche oder wenn ich mal irgendein Abo habe, dann bezahle ich das damit. Ja, web.de, das ist quasi mein E-Mail Plus, sind 5 Euro monatlich. Hook sind jährlich 291 Euro, das ist meine Kfz-Versicherung, 25 Euro monatlich. Haftpflicht sind jährlich 65,77 Euro, sind 5 Euro und das war, glaube ich, abgerundet. Und Hausrat war letztes Jahr 5 Euro. Und da warte ich jetzt quasi dann noch auf das neue Briefchen. Und insgesamt sind das 822 Euro, die ich quasi hier für meinen... Hallo Mini! für meinen Zwei-Mann-Haushalt zurücklege. So, damit es nochmal... für alle sozusagen ein bisschen aufgerollt ist und damit ich auch eine Übersicht habe, was passiert hier aktuell. So, und dann war es tatsächlich schon. Wobei ich nicht gedacht hätte, dass ich 30 Minuten lang quatsche, aber das ist jetzt so gekommen. Genau, also ich bin sehr zufrieden, ich habe es ein bisschen simpel gehalten. Ich freue mich schon mega darauf, hier die Spartöpfe zu befüllen. Und wenn dann bei einem das Ziel erreicht ist, kann ich ihn quasi auch aus der Spiele- und Challenges-Sammlung rausnehmen. Und ja, ganz, ganz großes Träumchen. Und wie gesagt, I love it. Also mag ich wirklich. Macht richtig viel Laune, sich das anzugucken. Also allein die Farben sind mega schön und dann könnte ich mir eigentlich gleich einen Kaffee kochen und den Laptop rausholen. Das hat aber heute nicht Priorität. Ich drehe nämlich heute einige Videos und Reels. So, schreibt mir gerne, was eure Ziele sind. Entweder bestimmte Sparziele, spart ihr auf etwas Bestimmtes, wollt ihr auf den Dispo raus? Habt ihr auch private Ziele, was ihr euch dieses Jahr gönnen möchtet, wo ihr euch mehr hinwenden möchtet? Ich liebe das ja eigentlich immer zum Jahresende einmal so zu resümieren, wie ist es ja gelaufen, was nehme ich mir fürs nächste Jahr vor? Da ich aber so lange krank war, ja, ich fand es echt schade, dass ich dieses mein Ritual nicht so richtig umsetzen konnte. Und freue ich mich drauf. Na klar, schieße ich manchmal über das Ziel hinaus. Ich nehme mir öfter zu viel vor. Aber ich habe mittlerweile, ich sag mal, für mich herausgefunden, wie ich damit umgehen kann. Ne? Also nur, wenn man seine Ziele zum Jahresende nicht erreicht hat, ist man nicht ein totaler Versager. Sondern man lernt daraus und guckt, was man im nächsten Jahr besser machen kann. Und deswegen mag ich das sehr. So. Das war's für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, ein erfolgreiches Jahr und dass ihr vielleicht auch ein bisschen an dem einen oder anderen Traum herumschrauben könnt und darauf hinarbeiten könnt. Und ich glaube, dann kann das ganz, ganz herrlich werden. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.